Kostenlos Bus und Tram fahren, das könnt ihr in der Augsburger Innenstadt. Aber bringt das auch was für die Umwelt? Wir machen den Klimacheck. Ja, mein Name ist Jürgen Ferg. Ich bin Sprecher der Stadtwerke Augsburg für Verkehr, für Energie, alles, was wir hier in Augsburg und Umgebung anbieten. Ja, die Cityzone ist eine Nahverkehrszone, in der tatsächlich der ÖPNV, also Bus und Straßenbahn, kostenlos genutzt werden können. Das ist jeweils eine Haltestelle hier vom Königsplatz oder vom Moritzplatz entfernt, also weiter weg dann hier vom Königsplatz zum Beispiel zum Hauptbahnhof, zum Theater, zum Theodor-Heuss-Platz und auch noch vom Moritzplatz das Gleiche. So kann ich zum Beispiel vom Hauptbahnhof bis Rathausplatz kostenlos fahren oder auch vom Theodor-Heuss-Platz bis Theater. Also von daher kann es jeder kostenlos nutzen, der schon mal in der Innenstadt ist. Also ein paar Stationen in der Innenstadt können dank der Cityzone kostenlos angefahren werden. Die Stadt Augsburg zahlt dafür jährlich etwa 900.000 Euro. Und warum das Ganze? Ja, die Idee ist natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke, Mobilitätswende. Wie können wir es schaffen, dass wir mehr ÖPNV nutzen und dass wir vor allem auch in der Innenstadt weniger Parksuchverkehr haben? Und genau das ist ja das Thema. Also zum einen, wenn sich die Leute in ein Parkhaus stellen, dass sie dann in der Innenstadt kostenlos eben den ÖPNV nutzen und hier mobil sein können, der Parksuchverkehr entfällt. Auf der anderen Seite, wenn sie mit der Bahn zum Hauptbahnhof kommen, mit Regionalzügen, dass sie auch dann sich in der Innenstadt kostenlos im ÖPNV bewegen können. Beides soll der Anreiz sein, dass die Menschen eben umsteigen auf den Nahverkehr. Ein Anreiz für den öffentlichen Nahverkehr soll die Cityzone also sein. Wie das gelingt, will ich von einer Wissenschaftlerin wissen. Mein Name ist Henrike Rau und ich bin Professorin für Sozialgeografie und Nachhaltigkeitsforschung an der LMU hier in München. Und ich forsche im Bereich Mobilität. In München musste ich bis zum Königsplatz für den ÖPNV zahlen. Ist Augsburg also ein Vorbild beim Thema Nachhaltigkeit? Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Vorzeigeprojekt und sehr interessant. Und es ist auf jeden Fall erstmal wichtig zu verstehen, dass natürlich der öffentliche Personennahverkehr etwas kostet. Ja, es ist ja kein kostenfreies Angebot, sondern die Stadt Augsburg übernimmt die Kosten. Und das ist ja eigentlich auch ein schönes Signal an die Stadtgesellschaft zu sagen, ja, die den ÖPNV nutzen, bekommen von uns eine Bezuschussung sozusagen. Wir zeigen die Wertschätzung, dass eben Leute nicht mit dem Auto in die Stadt fahren, dort nicht Parkdruck, Luft, Verschmutzung und so weiter erzeugen. Gelingt also der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr? Man spricht immer von sogenannten Verlagerungseffekten. Gibt es die? Ja, also man hat natürlich Verlagerungseffekte sowohl vom Auto auf den Umweltverbund, aber auch innerhalb des Umweltverbundes, das wissen wir. Also wir wissen zum Beispiel, dass also bei kostenlosen ÖV-Angeboten Menschen zum Teil aus das Fahrrad zu Hause stehen lassen oder ehemalige Fußgängerinnen dann doch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, das gibt es durchaus auch. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass es auch Umsteigerinnen vom Auto auf den ÖV gibt, wenn es solche kostenlosen oder kostengünstigen und unbürokratischen Angebote gibt. Ein gutes Beispiel sei die Stadt Templin in Brandenburg, sagt Rau. Dort wurde schon vor 25 Jahren der Busverkehr kostenlos angeboten. Da haben sich also Fahrgastzahlen erhöht, aber man braucht dann schon auch ein paar Jahre, bis auch Leute, die vielleicht bisher immer mit dem Auto gefahren sind oder zu Fuß gegangen sind, sagen, das ist eine Alternative. Zum Beispiel, wenn ich schwere Sachen tragen muss, steige ich in den Bus oder in die Tram. Und wie also kommt die Cityzone in Augsburg an? Das will ich von der Stadt wissen. Genauer gesagt von Wolfgang Hübschle, der Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg. Wir müssen versuchen, auch jetzt im Nachgang von Corona, den ÖPNV möglichst gut auszugestalten, möglichst effektiv auszugestalten. Und das heißt für die Cityzone, wenn wir keine großen Verlagerungseffekte sehen können in der Innenstadt, in der jetzigen Ausdehnung, was vermutlich das Ergebnis der Evaluierung sein wird, weil wir auch beim Parkplatzsuchsystem jetzt digitale Lösungen haben, dann müssen wir überlegen, wie kriegen wir diese Verlagerung hin, möglichst kostengünstig, entweder durch Ausdehnung der Cityzone zu wichtigen Stationen, wo dann auch höhere Frequenzen sind, oder eben das Geld an anderer Stelle einsetzen. Man merkt, so ganz zufrieden ist die Stadt mit der Cityzone noch nicht. Und Corona macht eine Vergleichbarkeit der Fahrgastzahlen nahezu unmöglich. Und jetzt mal blöd gesagt, die paar Stationen in der Innenstadt, also die laufe ich einfach zu Fuß. Oder bringen selbst diese wenigen Stationen etwas? Also ich denke, das bringt auf jeden Fall was, auch wenn es nur eine kurze Strecke ist, weil es ist auf jeden Fall so ein Demonstrations- oder Vorführeffekt.
Ja, man sieht eben, das ist möglich. Die Stadt Augsburg ist auch bereit, da Geld in die Hand zu nehmen und eben dieses ÖV-Angebot anzubieten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Signal, auch an die Stadtgesellschaft zu sagen, ja, ÖV ist ein Verkehrsmittel der Wahl und es ist eine Möglichkeit in diesem ganzen Kanon von Verkehrsmitteln, die in diesem Umweltverbund drinstecken. Also ich würde das auf jeden Fall beibehalten und wenn es möglich noch ausweiten. Rausch spricht eine mögliche Ausweitung der Cityzone an. Könnte man mehr Stationen ansteuern, würde das die Cityzone attraktiver machen. Heißt, wir könnten bis zum Plärrer oder zum Kongress am Park fahren. Wie also sieht sie aus, die Cityzone der Zukunft? Was wünscht sich Wolfgang Hübschle? Vielleicht einen komplett kostenlosen Nahverkehr? Gut, ein kostenloser Nahverkehr wäre natürlich das Optimum, was Verlagerungseffekte und Klimaschutzthemen betreffen würde. Aber das ist zumindest für die Stadt Augsburg überhaupt nicht finanzierbar und auch nicht für die Stadtwerke, die ja über den Querverbund, also die Gewinne aus dem Energiebereich, massiv den ÖPNV unterstützen. Ich darf ein bisschen hoffen und träumen. Als ÖPNV-Referent sieht die Cityzone nicht so aus, dass jetzt im Moment nur 9 Stationen ansteuerbar sind, sondern dass sie strategisch erweitert ist zum kleinen Exerzierplatz, zur Kongresshalle und wir dann also weitere Angebote haben, die dann auch gut beworben und gut erkennbar sind. Das wäre mein Wunsch. Laut Wissenschaft ist es also genau richtig, erst einmal auszuprobieren und zu evaluieren. Ein Zeichen ist die kostenlose Cityzone allemal. Klimacheck vorläufig bestanden. Wir schauen aber genau, wohin die Reise geht.